Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Eugens Leben. Eugen ist motivierter denn je, wie man sehen kann. Die Augenbrauen wippen schon wieder ganz bräsig hin und her. Wir haben 71 Euronen oder Dollars. Und ich glaube, Eugen muss mal pennen gehen. Ich habe zwischendrin wieder ein bisschen gespielt, denn im Moment macht man ja eigentlich immer das Gleiche. Man muss sich an den PC setzen, neue Spiele machen, neue Spiele aufnehmen. Und ich glaube, dass es allmählich mal geil wäre. Moment mal, was war das gerade hier? Warnings? Kann man etwa ein Strafdelikt begehen? Wegen anstößiger Videos. Also wenn Titten, große Penisse und AIDS kein anstößiges Video ist, dann weiß ich auch nicht. Eugen hat sich so viel Mühe gegeben. Und ganz im Ernst, schlechte Publicity ist auch Publicity. Also wenn Eugen jetzt in Handschellen rausgeführt wird, dann sowas bringt Zuschauer. Aber egal. Also ich habe ja auch noch so ein neues Spiel aufgenommen. Let's Test Broken Woods, das kam neu raus. Das hat, glaube ich, $30 gekostet. Und jetzt haben wir schon 1000 Subscriber mehr. Also 1000 Subscriber für ein neues Video. Ich glaube, Eugen muss echt zur Zeit leben, in der YouTube gerade erst gestartet hat. Und ich wollte mal eben gucken. Wir haben jetzt 71. Pass auf, wir schicken mal eben zur Arbeit. 4 Stunden. 4 Stunden für 20 Euro und Cars waschen. Auto waschen. Natürlich macht Eugen das. Auf die sexyste Art und Weise, die man sich nur vorstellen kann. So, Mutti putzt. Was macht Mutti auch sonst? Die Frau macht, also ich weiß nicht, ob das... Es ist schon ein bisschen sexistisch, oder? Die Frau, das Einzige, was die Frau macht, ist putzen. Fatty ist wahrscheinlich nicht zu Hause. Fatty ist wahrscheinlich Alkoholiker. Und sie hat irgendeine psychische Störung entwickelt, um ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen. Und deswegen putzt sie eigentlich immer nur die Wohnung. Der Sohn, wenn sie den sieht, genau, jetzt kommt er nämlich wieder rein. Und knallt ihm erstmal direkt eine. Richtig. Butz. So, deswegen muss Eugen auch immer eine Brille tragen, weil man sonst sehen würde, dass er grün und blau geschlagen wird von seiner Mutter. Jetzt verlässt seine Mutter mal kurz den Raum, kommt aber wieder, denn ihr fällt auf, sie hat vergessen zu putzen. Richtig, genau. Das ist echt tragisch, also Eugens Leben ist tragisch, da kannst du sagen, was du willst. Aber wir brauchen jetzt erstmal, also wir haben Knete haben wir und wir haben neue Sachen freigeschaltet. Professionelles Comment. Das ist natürlich nice. Freunde haben wir auch. Trotz aller Erwartungen gibt es echt Leute, die mit Eugen gerne reden wollen. Glaube ich. Obwohl die Anzeige ist ein bisschen weit unten. Was heißt das denn? Das ist grün. Ach, das ist dann quasi der neue Freundesstatus. Das hier ist eher so, bleib auf Abstand. Und das ist so, yo. Und das kann man dann nochmal voll machen. Also Sabrina würde ich schnöpseln, oder? Ich glaube, mit der kann man mal eine Runde... Genau, chatten wir mal eine Runde mit Sabrina. Hoffentlich kommt Mutti jetzt nicht rein und guckt. Das machen wir. Genau, dann geht das nämlich nach oben und vielleicht können wir dann irgendwann mal die Wohnung verlassen. Zur Abwechslung. Wir verlassen die Wohnung ja nur, wenn wir arbeiten gehen oder in die Schule gehen. Das ist schon ein bisschen traurig. Und da unten bei den Aufgaben steht, dass man auch Party machen kann. Rauszugehen ist wichtig, um berühmt zu werden. Aber wie kann ich denn zu Events gehen? Ich werde ja auch nirgendwo hin eingeladen. Da ist nichts, da ist auch nichts. So. Das ist alles hier. Das Video, das ging echt nach oben und das hatte nicht mal so anstößige. Das habe ich genannt, meine Mutter schlägt mich. Und Mutter ist mit Absicht falsch geschrieben. Vielleicht auch deswegen, oder? Vielleicht ist Titten und AIDS ist den Leuten vielleicht einfach nicht genug. Vielleicht braucht man was Tragisches, es muss einfach tragisch sein. Vielleicht ist AIDS, ja, AIDS ist schon nicht so geil. Aber das ist was Persönliches, weißt du, das ist richtig nah am Leben. Eugen hat ja kein AIDS, der kann da, was ist jetzt passiert? Jetzt der PC kaputt, oder was? Ups, the team was giving me some problem. I had to check it. Wie? Bitte, was? Info. Wie, ist kaputt. $20 kostet das. Kann ich mir gleich einen neuen... Ach nee, kann mir ja keinen neuen kaufen, denn... Eugen kann ja nur neue Sachen kaufen übers Internet. Verstehst du das Problem? It's live... give me some problem. I thought it was repaired now before it worked out entirely. Ja, okay. So, jetzt funkt der aber noch so. Was denn jetzt? Ach so, jetzt rufe ich jemanden, der es für mich macht. Genau, nach Sims-Logik
haut er da jetzt einmal mit dem Hammer drauf und dann ist die Scheiße wieder in Ordnung. Genau, einfach vorne einmal in den Schraubenzieher reinproffen. Richtig. So, jetzt ist es in Ordnung. Fertig. Warum sieht Eugen wie auf dem Bild eigentlich aus wie der totale Hipster? Warum habe ich da so eine Brille auf und meinen Hut nicht? Ist jetzt fertig? Upgrade. This is your goodbye, all kinds of accessories. Ach du Scheiße, das sieht ja wirklich aus wie so ein Amazon-Ding. Aber wir haben nicht genug Knete, ne? Wie viel kostet denn der Glue? Ach nee, warte mal. Wir haben den White Case USB 2.0. Das ist nur eine USB 3.0. Aber brauchen wir noch nicht, oder? Ich will mehr Wupsi, mehr alles. Ich will alles. Am besten auch eine bessere Webcam, damit man Eugens Fratze im noch schöneren Licht sieht. Black Whale Headphones. Kosten 32. Die könnten wir uns eigentlich mal... Das wäre doch cool, oder? So ordentliche Headphones. Aber davon merken die Zuschauer ja nichts, wenn er geile Headphones hat. Genauso wie von der Tastatur. Davon merken die auch nichts. Medieval Bubblegum ist draußen. Ein Spiel mit so einem bescheuerten Namen. Ich glaube, das brauchen wir auch. Ach, guck mal, hier kann ich sogar alles durchgehen. Und das ist das, was wir schon haben, ne? Pass auf, wir kaufen uns mal eine schönere... Hier eine schönere Webcam. Und ja, der Monitor, der geht leider nicht mehr. Oh, wir brauchen was zu essen. CPU geht auch nicht. Was soll's? So, Compra, richtig. Study Work, Tech Test, wie Tech Test? Moment. Ach scheiße, jetzt ist das Examen oder was? Geil. 3 minus. Wie failed? Warum failed? 3 minus ist doch voll okay. Also für mich wäre eine 3 minus voll okay. Warum... Oh scheiße, jetzt gibt's bestimmt wieder Prügel. By the way, did you know there's a very important gaming convention? Oh, be able to meet good YouTubers. Oh, Butz. So, Moment. Geht's noch? Hallo? Da geht's weg. Was macht die mit meinem... Ich kann mich nicht bewegen. You haven't studied enough, so you can use your computer for 2 days. I'm sorry, but you have to focus more on your studies. Ganz im Ernst, Leute, wir müssen ausziehen. Oder ich mach, Nee, das geht so nicht. Die kann uns... Du Bratze, das ist mein Lebens... Das ging schnell. Standen wir 2 Tage lang nur in dem Zimmer rum und auf den PC gewartet. Was anderes hat er ja nicht zu tun. Lass mal schnell was essen gehen. Also das einzig Gute... Oh, Game World. Ist am 10. Februar. Den wievielten haben wir denn? 3. Also in einer Woche. Das einzig Gute an diesem Studieren ist also, wir gehen nur zur Schule, damit unsere Mutti nicht sauer wird. Und uns den PC wegnimmt. Das ist der einzige Grund, warum wir zur Schule gehen. Also ich kann mich wirklich... Ich kann mich mit Eugen super identifizieren. Traurig, aber wahr. Eugen. Das ist echt kein einfaches Leben. Jetzt habe ich natürlich die ganze Kohle verprasst. Aber wir können es ja... Das neue Spiel ist ja jetzt draußen, ne? Oder kam das gerade erst raus? 3. Februar. Also es ist noch nicht draußen. Das dauert noch. Und die von den alten Spielen... Spielen wir auch nichts. Das heißt, wir verbringen am besten die Zeit hier mit so ein bisschen Schnöpseln. Martin will ich nicht. Ezekiel will ich auch nicht. Ist das ein Typ oder ist das... Meine Fresse. Ja, you studied almost nothing. Die Woche geht ja auch in einer Minute um. Warum vergeht die Zeit denn so schnell? Wo ist... Sabrina. So, hier. Chatten lieber mit Sabrina. Ist die Schule auch egal. Hauptsache eine heiße Braut am Start. The long awaited game sowieso ist draußen. So, dann kaufen wir uns nämlich das. Go shopping. Denn den PC haben wir ja wieder. Das geht ja total fix. Wir haben auch nichts dabei verloren. Go shopping. So. Das Chat machen wir noch eben voll. Vorspulen kann man, glaube ich, leider nicht, ne? Also man kann nicht vorspulen wie bei die Sims. Und dann geht's ein bisschen schneller. Pennen müssen wir gleich auch nochmal. So, dann machen wir lieber Schluss hier. Geh schnell shoppen und dann gehst du Haier machen und dann gehst du in die Schule um 3 Uhr morgens. Wo ist es denn jetzt? Counter-Strike. Counter-Strike. Aber das ist schon so alt. Ich dachte, das habe ich vorher noch gar nie gesehen. Habe ich wieder die Döppen nicht aufgemacht. Wo sind denn die neuen? Hä? Wie? Warum gibt es denn nicht mehr Spiele? Show. Ach so. Ach kacke, das ist für eine ganz andere Konsole. Wie kriege ich denn die andere Konsole? Dafür sind die neuen Spiele. Och, was ein Käsemuff.
für das Ding. Aber dann habe ich das. Aber das ist, soll sowieso bräsig sein. Das geht nach unten, das Ding. Topsellers. Das ist momentan. Ja, den wollte ich ja, aber der ist für die PlayStation. Für das PlayStation-Dings. Und das ist auch schon uralt wieder. Das ist natürlich doof. Wir könnten. Aber wie krieg ich denn. Wie krieg ich denn eine neue Konsole, bitte? Oder. New Gaming Video? Hä? Ach so, ich hab schon eine Konsole, oder was? Hab ich ein New Gaming Video? Hä? Denn da kann ich ja auch was machen, aber wie krieg ich denn. Wie krieg ich denn die Konsole? PC? Oh, ach, da bestimmt. Ach so, das hängt von dem Shop ab, den man nimmt. Das ist ja geil. Okay, aber dafür haben wir sowieso nicht genug Geld. Honey Play Studios, Honey PE, also da, nee, nix für so ein Handheld-Ding. Das machen wir nicht. Xbox wollen wir auch nicht. Wenn schon, dann hier die PlayStation 2 holen wir uns. Habe ich aber nicht genug Knete für. Das heißt, wir brauchen noch eben schnell so ein bräsiges Video. Irgendwas Dösiges. Irgendwas, keine Ahnung, was hatten wir denn schon? Wir hatten alles schon, ne? Aber das hier lief doch ganz gut. Da kann man doch dann nochmal so ein Gameplay von machen. Das hatten wir noch nicht. Wir hatten, glaube ich, nur First Impression, ne? So, Startvideo. Da hauen wir jetzt nochmal was raus. Das haben wir noch nicht. Das ist das und Low Resolution. Continue. Broken Worlds Gameplay, das ist jetzt aber Nummer 2. Folge Nummer 2 und wie nennt man das denn? Broken Worlds So. Da versteht keiner, was gemeint ist. Das klicken die Leute bestimmt an. Hau rein, Eugen. You leveled up. Da ist er. In voller Schönheit. Ein funny. Was heißen denn die Bieren da drüber? Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das gut ist, ne? Dass das viele. Ach ne, das zieht die Punkte ab. Aber stehen die Leute bestimmt drauf. Also einen lustigen Kommentar, einen unlustigen Kommentar. So eine super Mischung. So, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Im letzten Dings gibt es dann einfach nichts. Warum kann ich denn nicht mehr. Mehr Effekte kriege ich gar nicht. Wo kriege ich denn. Wie kriege ich die denn da rein, die Dinger? So, kann ich da noch? Nee, macht keinen Sinn. Okay, prozessieren. 65% ist voll in Ordnung. Wir haben einen neuen Rekord, was den Content angeht. Sound und alles. Geil. Publish Video. So, Eugen ist traurig. Warum ist Eugen traurig? Weil Eugen Heier machen will. Dann gönnen wir ihm das. Wenn jetzt nicht die Mutter wieder rein. Nein, tut sie nicht. So. Heier ist fertig. Das Spiel, dass das so ewig braucht, um hochzuladen, ist doch voll bescheuert. Was hat der arme Eugen denn für eine Leitung? Na egal. Okay, das ist am C. Das will ich nicht verpassen. Wir müssen da unbedingt hin. Gameplan, Volcano has been released for Hotbit. Das ist für PC. Das ist für PC, Freunde. Das wollen wir auch. Wir wollen alles. Ich will alles haben. Wie neuen Task. Watch me play? Moment. Neuen Task. Wo? Go to convention. Was? Achso, bekomme $100. Natürlich, will ich die $100. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt richtig verstanden habe und die $100 kriege, wenn ich da hingehe. Get Ticket. Ach scheiße, das Ticket kostet $100. Mutti? Die leiht uns doch bestimmt keine Knete, oder? Aber ich meine, ich kann die Spiele ja verkaufen. Ich meine, ich kann die Spiele einfach verkaufen für, $15 kriege ich dafür noch. Ja, ich habe zwar jetzt nicht, Two's Game. Das ist jetzt zwar nicht so ganz. Ja, komm, weg damit. Hauptsache ein bisschen Knete. Two's Game. Komm, ich will da hin. Wenn jetzt der Tag vorbei geht, dann werde ich sauer. 8. Februar. Ist schon vorbei? Nee, zweiter. Wie? I won't attend. Natürlich werde ich attend. Bist du blöd? Wie? Ich werde nicht attenden. Und wie werde ich attenden? Bist du. Hallo? Two's Game. Verkaufen wir auch das letzte noch? Scheiße, das haut gar nicht hin. Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Schnell noch worken. Für nur... Ah, 4 Stunden. 4 Stunden sind ja keine 2 Tage. Oder 3 Tage. Das wird. Wir werden sowas von attenden. 5 auf die Schule, Mutti. 5 drauf, ganz im Ernst. Da kann ich berühmte YouTuber kennenlernen.
Das machen wir. Da gehen wir hin. So, 115. Earn a new card, cool greeting, ja bla. Okay, komm. Doch, ich werde attenden. Da. Get ticket, I'll attend. Geht doch. Duration 24 Stunden. Heißt, das Ding dauert so lange. Und er hat uns eingeladen, oder was? 10. Februar. So, die Knete ist weg. Wir haben auch keine Spiele mehr, die wir spielen können. Aber wir kriegen ja... Ach, doch, wir kriegen hierdurch noch ein paar. Aber das ist ja nix, das Geld. Ist ja überhaupt gar nichts. Heißt, wir essen am besten erstmal. Das Wichtige ist wahrscheinlich, dass wir zu der Games, zu dem Ding da, dass wir da hingehen und ordentlich gemampft haben. Es endet ist Lifestyle from the store soon. Gott sei Dank haben wir uns das Teil nicht gekauft. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es das überhaupt gab. So, 10. Februar. Ich will hin. Wie gehe ich denn jetzt da hin? Es ist jetzt nicht vorbei, oder was? Get dressed. Ach, er geht... Ach, er lässt sich automatisch... Ach nein, wie geil. Ich kann mir jetzt andere Klamotten anziehen. Das ist ja geil. Aber ich würde sagen, wir gehen da doch in voller Eugenmontur hin, oder nicht? In einem pinken Jogginganzug und, ja komm, so rote Schüchen kann man mal machen. Die Hipsterbrille, nee, von der bin ich nicht so überzeugt. Andere Klamotten gibt's nicht. Formalwear, Casual, ja, ich habe leider nichts anderes. Grün und Rot, Black, White. Ist das wichtig? Ist doch shit egal. Ganz im Ernst, wenn es sowas als YouTuber gäbe, den würden die Leute doch anspringen, oder nicht? Umso bekloppter, desto besser. We're losing subscribers. Ja, warte ab. Will arrive soon. Ich bin, ach, guck mal, Mutti wollte uns verprügeln und wir gehen einfach. So wird's gemacht. Okidoki. Wie, I'm leaving. Moment, das Ding dauert doch nicht nur 5 Minuten. Jetzt müssen wir uns beeilen. Was sind denn das für Leute hier? Bist du ein YouTuber? Talk. Kira ist das. Aber Kira ist auch ein Schnöpsel. Hat die gleiche Frisur wie wir. Das finde ich gut. Also hier kann ich neue Leute kennenlernen. Taking into account how many videos you upload, you have a lot of subs. Das geht, ne? Aber es könnte schlimmer sein. CEC Profile. Also das ist auch eine Gaming-Trude, oder was? Die haben jetzt auch alle ein... Ich kann Leute engagieren? Also die hier sind alle YouTuber. Was bist denn du für einer hier? Der ist gar nichts. Der hat auch keine Punkte. Der ist uns egal. Wir sind natürlich eine Fame-Bitch. Und wir wollen... Wollen wir Kyle kennenlernen? Kyle? Kyle ist auch voll egal. Kyle hat ja auch nichts mit Gaming am Hut. Was ist denn mit ihm? Er hat auch nichts. Kann ich hier wenigstens zocken? Oder bin ich jetzt nur hier, um irgendwelche Leute voll zu brasen? Buy a game for the Super Nintendo. Ach, hier muss ich das. Hier kann ich auch... Do you want to get some exhaustive products? Aber... I'll obtain this... Ach so. Guck mal. Hier kann ich mir eine Konsole kaufen. Im Vornherein. Und... Aber das hier ist auch die ganze Convention, oder was? Weiter geht's nicht. Geil. Da kann ich mir eine Konsole im Vornherein kaufen. Und krieg dann quasi, eher Leute dazu, sich die Videos anzugucken. Weil das dann voll exclusive ist und so. Wer ist er denn da? Was macht er denn da für Bewegung? Oh, er ist hoch. Er ist hoch. Connor. Willst du mein Freund sein? Connor will doch bestimmt unser Freund sein. Dann gehen wir jetzt mal eben voll labern. I can't assist you. Sollst du mir nicht assisten, sollst du mit mir reden? Oh, scheiße. Das ist eine Bühne hier, oder? Kann das sein? Die machen da ein Interview. Ranking 42. Was sagt denn das Ranking aus? Dass sie hoch sind? Was habe ich denn dann für ein Ranking? Ich sehe das gar nicht, mein eigenes Ranking. Oder habe ich einfach kein Ranking? Hm. Aber unsere Videos laufen echt gut. 4000 Zuschauer ist doch schön, oder nicht? Wir können zwar noch kein Netzwerk, aber ganz im Ernst, ist voll egal. Voll egal. Was bist du? Du bist Ranking 15. Der ist doch auch dann. Aber der macht Lifestyle-Videos. Ja, ist egal. Machen wir einen kooperativen Scheiß mit dem und dann klauen wir dem einfach ein paar Zuschauer. So läuft das jetzt. So. Das wird jetzt mein bester Freund. Dem wird jetzt nur noch gefaselt und dann nehmen wir uns mal ihn davor. If you don't take care of your friendships, you'll never find collaborators. Much less a couple. Ja, deswegen bist du jetzt mein neuer Freund. Denn so einfach geht das. Gib mir 3 Minuten.
Und du kannst dir kein Leben mehr ohne Eugen vorstellen. So, zuerst Ding, den ich vorhin, if you're not very famous, I recommend playing trending games. Ja, ich mache ja, ich spiele nur die trending games. So, jetzt ist er. Now we can call each other irgendwas. Maybe I'll see you around. Sind wir jetzt Freunde? Become a YouTuber, they said. You'll earn a lot of money, they said. Tja, Freunde, Kinder. Das war wohl nix, würde ich sagen. Talk. Also ich glaube... also ich hoffe zumindest, das Gute an dem Spiel ist, dass es sich nicht ganz so ernst nimmt, oder? Ich meine, mit diesem YouTuber-Gedöns und Geld verdienen und so, das wird ja im Moment ziemlich gehypt, aber... 99% der Leute, die das machen, das wird ja nix. Nur hier in dieser Videospielwelt, da kommt natürlich selbst so einer wie Eugen nach ganz, ganz oben. So. Den labern wir jetzt einfach tot. Das dauert dann wahrscheinlich auch länger, ne? Umso öfter wir den anfaseln, den Typen. Ich hab... Spending many hours singing is not a good day. Sometimes the best hit you just take a couple of hours. Aha. Ja, okay. Was ist denn hier noch? Ach, wir haben wieder Level 4. For charity. Pff, charity. You unlock 3 new cards, okay. You gain 2, ja, Lightbulbs. Ach, das sind die Lightbulbs. Ah, okay. Neue Klamotten? Und irgendwas Neues fürs Haus? Ja, ja, ja. Viele Subs. Da muss ich jetzt gleich mal nach Hause gehen und mal gucken, ob ich irgendwas Neues für die Butze hab. Ja, da macht immer noch seinen Hip-Hop-Gedöns. So, komm. Spur mal ein bisschen vor. Wir chatten einfach nachher, ne? Walkaware 2 is going to... Ja, von mir aus. Was bist du? Du bist doch irgendein Security-Fuzzi, ne? Und du bist... C-Profile 45. Du bist unwichtig. Auf nach Hause, oder? Mehr zu tun gibt's hier leider nicht. Was bist du für ein? Du machst gar nichts. Du bist also nur ein Fan, okay. Und du bist auch nur ein Fan. Nehme ich mal an. Level 1. So, los geht's. I'm leaving. Ja, da bin ich doch dabei. Okay, Eugen ist wieder zu Hause. I'm remembering. Jetzt kommt er schon wieder. I'm remembering now. When I arrived to my new room, I decided to customize it. Go to click on your PC to shop. Click on decoration store. Ach, weil wir jetzt die neuen Sachen freigeschaltet haben, kann ich meinen Raum dekorieren. Das ist ja geil. Partying? Was ist denn VIP? Ready for the people? Give us a smile. Pause a certain number of times for pictures. Ach so. Das heißt, wenn wir Fans haben, wollen die irgendwann Fotos mit uns. Schnieke Scheiße. Click on your PC to shop. Click on the decorator store. Ja. Click on your computer and choose shop. Aber weißt du was? Das machen wir einfach beim nächsten Mal. Ich sehe gerade, Eugen hat sowieso keine Knete mehr. Eugen muss jetzt sowieso mal arbeiten gehen. Ja, ich will aber nicht jetzt shoppen. Ich habe doch eh kein Geld. Eugen will jetzt shoppen gehen. Ist egal. Ich mache jetzt erstmal eine Pause und sage bis dann und zur nächsten Folge von YouTubers Live. Tüdelü.